willkommen. Also, du wirst es nicht glauben, aber ich bin auf einen Betrug reingefallen. Es fing alles damit an, dass ich Nachtaufnahmen machen wollte für ein geheimes Großprojekt. Und da kam ich am Festplatz bei Morland vorbei und sah das. Sag mal, ist das ein Friedhof? Nein, da ist Schnee. Eingeschlossen. Dass ich das doch erleben darf, Schnee auf Jovik. Also mal vorsichtig James angesprochen, was Sache ist. Willkommen. Viele Bewohner Joviks haben sich in den letzten paar Jahren beklagt, dass es nicht kalt genug war und der Schnee nicht liegen geblieben ist. Aber jetzt erfüllt das Angebot die Nachfrage. Ich, James Cloudmill, habe Schnee, den ihr wollt. Wow. Ja, ich weiß, dass du weißt, was gut ist. Aber ich muss auch für mögliche Pfennigfuchser etwas Schnee im Angebot haben. Unter uns gesagt, das ist ein trauriger Schneehaufen. Nichts für dich. Ihr sparsame Retro-Schnäppchenjäger kommt in den Genuss eines Rabatts auf den Schnee von letzten Jahr. Auf der Suche nach einer umweltfreundlichen Option, wir haben diesen Premium-Pulverschnee direkt aus nahegelegenen Dinotal bezogen. Garantiert frisch, bio und genetisch unverändert. Wen haben wir hier? Jemand mit Geschmack, Klasse und Kultur? Das erkenne ich sofort. Hier habe ich komplett echten Schnee der Premium-Luxus-Klasse direkt von Nordpol importiert. Wow, vom Weihnachtsmann. Und ihr kennt mich, ich kann einfach nicht nein sagen, ich musste es kaufen. Und das Ganze hat 1000 Jovik-Schilling gekostet. Ich weiß, es ist bekloppt. Das Ganze ist schon sehr teuer, aber gut. Da geht das Tor auf. Ui. Es funkelt und glitzert wirklich schön. Viel schöner als der Schnee im Dinotal oder im Winterdorf. Und dass noch eine DC-Karte kauft. Aber irgendwie macht es keine schönen Schneegeräusche, oder? Irgendwie fast gar nichts. Also habe ich mir mal die Säcke genauer angeschaut. Und siehe da, ein Sack Mehl. Ich bin tatsächlich auf James reingefallen. Der hat mich betrogen. Es ist kein fluffiger Schnee. Na toll, sei also gewarnt. Aber wenn dieses Event bei dir auch erscheint und du gerne auch hier rein möchtest, kannst du gerne den Trick anwenden von Abi. Steig ein von Rand hier der Mauer und steig ab. So kommst du rein. Denn ich hab's probiert, rüberspringen kannst du auf keinen Fall. Vielen, vielen Dank für deinen Tipp. Auch wenn dieses Jahr kein Schnee liegt, hat Stars über uns eine riesengroße Eisfläche geschenkt. Hier oder auch Nebelfall. Aber was ist das? Wächst der Jute mitten auf der Eisfläche? Schon ungewöhnlich. Hier im Nebelfall ist ein Frosch festgefroren. Aber ich glaube, ihm geht's gut. Schau mal, er lächelt. Und wie soll es anders sein? Die Mühle bewegt sich, obwohl sie festgefroren sein müsste. Hinter dem Wasserfall ist eine gigantische Säule entstanden. Allerdings kannst du dort hineingehen. Die ist nicht fest. Und sogar noch hinter ein Stein. Probier es unbedingt mal aus. Das ist total lustig, denn wenn du dich umdrehst, ist alles voller Dampf. Und noch etwas hat Star Stable nicht betrachtet, und zwar, von oben kommt immer mehr Wasser runter. Der See, also der Fluss, ist zugefroren und die ganze Gegend müsste schon längst überschwemmt sein. Hier auf dieser Höhe brichst du einfach ins Eis ein. Kalt. Du musst nur wirklich diesen Weg lang laufen und schubst, bist du drinne. Übrigens, die Eisplatte ist sehr viel höher als der normale Fluss. Deswegen wächst zum Beispiel Jute mitten drauf oder auch ein paar andere Sachen sind ziemlich komisch jetzt. Deswegen ist der Fluss jetzt auch so hoch wie der Steg selber und im Boot ist Wasser drinne. Und kann mal bitte jemand Polly und Pony helfen? Die sind festgefroren. Und was kommt da bitte immer wieder hoch? Ui. Schau mal, ich bin eine wahre Magierin. Abracadabra. Die Weihnachtsdeko ist da. Und einfach wieder weg. Dieser magische Trick wurde vom Moon herausgefunden. Vielen, vielen Dank dafür. Hier verschwinden nicht nur Deko ins Nevada, sondern auch Tassen haben hier ihr Eigenleben. Mir wurde von Moon, Alina und Alea gezeigt, dass hier an der Mauer irgendwo schwebende Tassen sein sollen. Vielleicht sieht man die auch nur einen bestimmten Blickwinkel. Ah, hier. Ja, wirklich. Manchmal fehlen mir einfach die Worte, warum. Keine Ahnung. Aber vielleicht fällt dir ein, warum diese Tassen hier so platziert worden sind. Jedenfalls ich halte mich raus. Alle Jahre wieder kannst du die Rennen hier machen. Und der Questtext ist wie jedes Jahr derselbe. Hier hast du auf jeden Fall deine Marken. Besorge dir was Schönes in der Eisboutique. Nur die Eisboutique gibt es nicht mehr. Nur der Wichte davor steht da. Vielen, vielen Dank, Sally, für den Tipp. Die Fonzies, ich hoffe, die werden so ausgesprochen, haben hier beim Event von Polly Art geflochtene Zöpfe. Diese kannst du bei den Fancies oder Fonzies nicht machen. Bei keinem Pferdefriseur. Aber vielleicht wird es eingefügt, wenn es schon da ist. Du sagst, Deko für dein Pferd hat keine zusätzlichen Werte? Stimmt nicht. Diese Gamaschen haben tatsächlich einen Pflegepunkt und sind aus dem Jahr 2014. Und da war alles noch besser, mit haufenweise Schnee. Aber na gut. Der Dank geht an Julie für die Entdeckung. Wie wir letztes Mal herausgefunden haben, schneit es ein Zirkuszelt. Aber auch ein Clubhaus? Oh Mann, wir müssen uns echt auf rostige Clubtreffen vorbereiten. Vielen Dank an Rosa für die eisige Warnung. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, denn das war das letzte normale Video für dieses Jahr.
Nächste Woche kommt ein ganz großes Projekt online, für was ich jetzt sehr, sehr, sehr lange gearbeitet habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich ganz doll, dich nächste Woche auch zum Video zu sehen.